Jetzt haben wir da noch mehr Spinnen. Und mit Spinneneiern. Ist ja toll. Ich glaube, das ist hier so eine Spinnenmatrone, ja? Ja. Ist ja toll. So. Ist jetzt gut. Du zerfetzt mich hier richtig, wenn das so weitergeht hier. Ach du Scheiße. Das war der Baumstumpf. Der hat sich nicht sehr beeindrucken lassen von dem Blitzgedöns. So. Das Ding da hinten. Und alles wird gut. Oder nicht. Oh Leute. Nicht mich immer unterbrechen. So kann ich euch nicht töten. Ist nicht die feine englische Art. Wieder. Okay, ich muss da anders rein. Ich glaube, jetzt fangen an, die Spinnen da zu schlüpfen. Immer ein leckeres Geräusch. Ich glaube, der Kaugummi-Schmatzen ist leckerer. Oh, shit. Das ist ja nicht gut. Ja, nicht gut. Nee, nee. Aber wir haben es getötet, weitestgehend. Das ist gut. So. Siehst du, hier gibt es noch genug Kürbisse. Ob wir irgendwie ein Secret kriegen, wenn wir hier alle Kürbisse zerstören. Aber wegen dem versprochenen Kürbiskuchen, den es nicht gibt. Anscheinend nicht. Schade. Aber vielleicht gibt es irgendwo noch mehr Kürbisse und man kann da noch mehr zerstören oder so. Ich weiß auch nicht. Guten Tag. Ist er tot. So viel Musik auf einmal. Weißt du, du hast einmal die Hintergrundmusik, du hast dann noch die Musik, die du selber spielst. Alles auf einmal. Alles. Eine bessere Waffe als unser Ding hier habe ich halt nicht, ne? Ist halt so. Oh Gott, Dämonenspinnen. Die habe ich ja ganz vermisst. Also richtig. Hey. Das habe ich versehentlich geheilt, das wollte ich gar nicht. Hey, machst du nicht nochmal, ne? Okay, machst du nicht nochmal. Ja, ganz kurz. Ich hätte hier noch weiter rumgehen können, aber da geht es eh nur ins Händlerviertel. Gut, dann können wir hier ganz getrost erstmal das andere Ding da untersuchen. Mensch, und denn schon? Noch so ein Kürbisfeld. Der Herr der explodierenden Kürbisse. Denke aber nein. Dass er etwas sauer auf dich sein könnte. Oh, warum? Er weiß, wie sehr du Kürbisse hast. Ach so. Ich hasse Kürbisse, wusste ich gar nicht. Das sind Laberspinnen, ne? Ja. Bisschen aufpassen. Oh Gott, da ist ja noch eine. Okay. Wo kommen die denn alle her? Aua. Egal von wo, es muss ja nicht sein. Kürbisse, so viel Kürbisse, ich hasse Kürbisse. Also, ich hasse nicht wirklich Kürbisse, aber ich mag sie nicht. Slashing Pumpkins, das war sogar ein Erfolg. Okay. Zur Kenntnis genommen. Die Vorratskammer. Zerstöre 20 Objekte innerhalb von 120 Sekunden. Kommt drauf an, wie viele da sind. Erschlage Monster mit Dämonenkräften. 30 Stück. Erschlage Monster mit dem Fluch der Bösartigkeit und Fluch der Schmerzen. Töte Julia mit der Explosion eines Lavakrablers. Erschlage Monster innerhalb von 180 Sekunden ohne Triggersatz. Ich glaube, da wird nicht viel draus. Können gerne das hier nochmal mitnehmen. Aber ich glaube trotzdem, da wird nicht viel draus.
So. Mehr Objekte zerstören, mehr Objekte! Okay, Objekte zerstören kann ich. Wenn ich irgendwas kann, dann Objekte zerstören. Falsche Richtung. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Immer auf sie, auf sie! Wow, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Yay, Headbanging zum Laserstrahl des Todes. So muss es sein. Okay. Ja gut, ohne Tränke und sowas, das habe ich schon vergeigt. Noch was unter Zeit? Nö. Okay. Na dann ist ja gut. Hallo? Jemand da? So viel Zeug! So viel zum Zerstören! Okay, ist kaputt. Ach du Scheiße. Okay. Sie haben sich selbst verlangsamt. Gratuliere. Okay. Diamant in Ra-Version. Scheint jetzt aber auch nicht die größte Höhle zu sein, ne? Ich meine, muss auch nicht, ja? Wir haben schon genug große Höhlen gesehen. Dafür gesorgt, dass wir sie nicht mehr sehen müssen. Wo ist jetzt mein Bumerang hin? Ich will meinen Fidget-Spinner wieder haben. Na, ich weiß ja nicht. Hallo, und du bist Champion? Champion? Ich bin tot. So gut wie. Oh. Ich halte mal hier so einen Strahl rein, ne? Okay. Trifft die Monster beseitigt. Was haben wir denn da? Das eine war ein Amulett und das andere war wahrscheinlich die legendäre, ne? Schockwelle legendär. Ah, okay. Das andere war ein gelbes Schwert. Okay. Schockwelle, was macht denn das so? Schockwelle Ra. Weiß ich nicht. Macht uns das eigentlich wesentlich mehr Schaden, ne? Weil es macht halt Bereichsschaden, wenn ich mal umringt bin. Vom Gedöns. Das war nur ein Test, ob es ein Achievement gibt für nur legendäre Items tragen. Aber nein, gibt's nicht. Na gut, es würde auch hier noch ein Trank fehlen. Ne? Aber gut. Was haben wir eigentlich hier? Wieso haben wir keinen Talisman? Nein, falsch. Hier. Dahin. Wir probieren das mal aus mit der Schockwelle bei Gelegenheit. Dennoch, ganz kurz gucken. Talisman. Rezeptanhänger. Transmutation verwenden, um einen Talisman zu erschaffen. Okay. Eine Waffe, der Narr und eine gelbe Dämonenkraft. Okay. Okay.
Okay. Gut zu wissen. So, und hier geht's jetzt noch irgendwo weiter, ja? Für ein Geheimnis. Das einzige Geheimnis, das es hier gibt. Aber wir haben leider nicht genug Monster mit Dämonenkräften erschlagen. Leider, leider. Was soll's. Ist halt so, wie es ist, ne? Der Gong. Was macht denn der Gong? Sieht so neu aus. Versucht eine lebende Explosion, wenn du mehr als 10% Lebensenergie durch einen einzelnen Angriff verlierst. Dauerzustand bei mir. Die Explosion löst den Betäubzustand bei allen Feinden in der Nähe aus. Ja gut, aber halt mehr Cooldown. Ich verliere so oft mehr als ein Zehntel meiner Gesamtenergie, ja? Einfach nur, indem ich da bin. Was ich aber halt mal ganz kurz machen kann, ist das weg und das weg, bevor ich das gleich vergesse. So, und dann gehen wir jetzt erstmal, bevor wir weiter auf Quest weitergehen, ins Händlerviertel. Und dann gucken wir mal weiter. Halt, den Heiltrank nehme ich tatsächlich mal mit. Weil ich jetzt nicht weiß, inwieweit wir vorzeitig nochmal ins Schloss zurückkehren werden. Aber wir müssen wahrscheinlich bald mal wieder, oder? Oder? Ich hoffe doch. Und wo ist Schnitter im Roggen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben ja noch so ein bisschen Weg, den wir gehen können. Und nur so ein bisschen. Hallo? Wo kommst denn du auf einmal her? So, es hat tot. So, dann gehen wir mal, ne? Wegpunkt aktiviert. Achso, hier ist wieder das Kürbisfeld, das ich erfolgreich zerstört habe. Und ja, wahrscheinlich drehe ich auch für das gesamte Spiel einfach die Karte zu wenig. Also halt, ne, den hier. Aber sonst komme ich ja gar nicht mehr klar. Ich meine, ich könnte natürlich einstellen, dass ich die Map mitdrehe, aber ich würde nicht klarkommen. Nee, das kommt gar nicht in die Tüte. Es wird vielleicht auch helfen bei manchen Steuerungsproblemen, aber nee. Aha. Das sieht doch aus wie Roggen. Der Schnitter im Roggen. Der junge Mann verlor den Verstand, nachdem seine kranke Mutter von einer Klippe gesprungen war. Er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gearbeitet, hatte aber immer noch nicht genug Geld, um die Medizin für sie zu bezahlen. Ach ja, eine weitere inspirierende Geschichte aus Zagorabia. Das ist die Schockwelle. Okay, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn der Strahl natürlich schon heftig ist, aber trotzdem. Und noch ein Geheimnis. Siehst du wohl. Hallo. Sie haben tot. Hallo. Der nächste. Hat auch tot. Da kommt noch einer an. Ja, kommen noch viele an. Okay. Das ist gut. So. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ich glaube, die Schockwelle so an sich ist gar nicht mal so verkehrt. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Yay, level up! 100 mehr Lebensenergie. Gerne. Nehmen wir eine Geschenkekiste dazu. Und dann weiter. So, hier haben wir noch nicht wirklich viel gemacht. Außer so Vampir-Akoluten erschlagen. Schlagen wir uns auch eine Tränke oder sowas zu einsetzen. Okay. Mal gucken.
töte nur ein Gargoyle. Das wird schwer. Das wird wirklich schwer.